Erste Kontaktaufnahme mit dem stärksten Serien-TT aller Zeiten. Der TTRS setzt an zur Attacke auf Porsche Cayman und Konsorten. Seine Argumente: 2,5 Liter Hubraum, 5 Zylinder und dank Turboaufladung Leistung satt. So Martin, lass uns mal auf die Autobahn fahren und schauen mal, was die 340 PS so können. Also er ist ja... Er ist ja abgeregelt bei 250, Er ist abgeregelt bei 250, aber es gibt dann noch die schöne Option der Freischaltung. Wobei ist da nicht Freischaltung, er wird danach auf 280 abgeregelt, wenn du 1600 Euro investierst. Du kriegst aber auch Carbonblenden auf dem Motor dafür. Wow, und das hast du dir natürlich gegönnt. Das ist hier drin natürlich. Oh, dieser Sound, ist das nicht geil? Der macht laut und schnell. Das ist der Sound, mit dem Audi quasi das Biedermeier-Image abgelegt hat, weil das ist 5-Zylinder-Turbo-Sound. Den gab es 1980. Ja. In welchem Auto? Im Urquattro. Richtig. Und was war der Urquattro? Ein saugeiles Sportgerät. Dessen Rallye-Version fuhr Anfang der 80er Jahre alles in Grund und Boden, was die Konkurrenz zu bieten hatte. Und der Slogan Vorsprung durch Technik war geboren. Hörst du das? Den Sound hat der TTRS vom Urquattro geerbt. So kernig klingt nur ein Fünfzylinder. Aber ganz schön laut hier drin, aber nicht störend. Das ist schöner Lärm, der Motorsound. So, 250. Dann schalten wir mal den sechsten Gang bei 257. Okay. Und weiter geht's. 264. 270. 275. 280. Und das Auto liegt einfach satt wie ein Brett. Ja. Der Spoiler erzeugt Abtrieb ohne Ende. Gut, dass wir das Ding haben. Ja, aber wirklich. Jetzt weißt du, warum die Frittentheke da so groß ist. 292. 294. 296. Hast du nicht 94. Komm, die 300 gehen. Hast du nicht was von 280 gesagt? Ja, 297. Da ist er abgeriegelt. In der Realität entspricht das ziemlich genau den versprochenen 280 und die wollen auch wieder zum Stillstand gebracht werden. 120. Jetzt 220 in die Eisen. 120. Wie der sprichwörtliche Anker vernichten die Bremsen den Vortrieb. Die Performance auf der Autobahn überzeugt voll und ganz. Doch etwas geht Martin nicht aus dem Kopf. Aber warum ringeln die den ab, wenn er doch noch schneller könnte? Der Audi hat die Philosophie, dass nur die R-Modelle Vollgas fahren dürfen, also R8. Dass alle RS-Modelle 280 fahren dürfen, alle anderen Modelle nur 250. Ja. Hat sich irgendeiner ausgedacht. Macht zwar nicht viel Sinn, aber... Nö, überhaupt nicht. Das dachte sich halt mal jemand. Dezent, aber prägnant. Die Details, die den TTRS als Power-Coupé ausweisen. Große Lufteinlässe. Spezielles Felgendesign. Und natürlich... Der Heckflügel. Der kann auf Wunsch auch durch einen kleinen versenkbaren ersetzt werden. Für 2.855 Euro Aufpreis bekommt man Schalensitze, die Fahrer und Beifahrer perfekt in die Zange nehmen. Das Cockpit stylisch und edel. Auf der Landstraße gibt das mindestens 55.800 Euro teure Coupé den gierigen Kurvenräuber. Bei Verbräuchen von 10 bis 12 Litern. Eine überzeugende Vorstellung des Urquattro-Enkels. Für mich ist der TTRS einfach wirklich ein vollkommen gelungenes Spaßmobil, was ich glaube ich vor der Konkurrenz nicht verstecken muss. Also ich bin auf die ersten direkten Vergleiche mit Porsche und Co. gespannt. Gib doch noch mal Gas. Du stell mal die Ohren auf. Weitere Autovideos unter abenteuerauto.de.